So, jetzt können wir das Ganze wieder angleichen. Perfekt. Und jetzt ist es auch einigermaßen synchron, hoffe ich. Ja, so Kleinigkeiten. Eben. Und Frankfurt sind wir schon vorbei. Nochmal gerade. Gerade rausschauen. Nee, das wird leider nichts. Sehen wir nichts. So, Batzo ist da hinten als Waypoint. Und von dem werden wir, glaube ich, manuell fliegen. Aus. Ja. Gerade irgendwie geguckt, mein Dingens hier, Sichtschalter, der hat irgendwie einen kleinen Wackelkontakt. Natürlich ein bisschen schade. Aber jetzt funktioniert es irgendwie. Ach, und was ihr mir auch gerne noch sagen könnt, ist, wofür dieser Autofeather da ist, den ich einschalten sollte. Hatten wir die überhaupt aus? Also das ist aus. Okay, gut. So, jetzt haben wir auch helllichten Tag. Wunderbar. Ah, das gibt ein paar schöne Bilder, hoffe ich. Ah, Wienerf. So, da haben wir es doch. Also der Wienerf Path ist alive. Ja, und ab Batzo werden wir dann wahrscheinlich auch spätestens manuell übernehmen mit Heading, damit wir auch auf den Glideslope kommen nachher. Einmal nochmal die Range ein bisschen runter. Jetzt wird es hier wieder freundlicher, wenn wir mal zurückschauen. Vielleicht sehen wir Frankfurt dann. Hinter uns? Nee. Sehen wir leider nicht. Bisschen schade. Boah, aber wir werden hier geblendet von der Sonne. So, Wiener, was sagst du so? Noch nix anscheinend. Unsere Geschwindigkeit sinkt irgendwie ein bisschen. Das kann man mal wieder ein bisschen ändern. Aber im Sinkflug werden wir gleich sowieso wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. So. Ja, irgendwie will der Wienerf Path immer noch nicht. Nur nicht so ganz. Doch, jetzt. Jetzt will er. Tut er es denn dann auch? Moment, schauen wir mal. Wienerf Path. Ja, wunderbar. Der sinkt jetzt ganz gemütlich runter bis auf 4000 bei Batzo.
Und von da aus geht es dann manuell Richtung Gleitslop und Stuttgart weiter. Jetzt können wir die Geschwindigkeit auch wieder runterregeln. Und man muss wirklich immer genau schauen, wie die Geschwindigkeit gerade aussieht. Ansonsten hat man wahrscheinlich wirklich ein Problem. Ich gucke mir die aktuelle Wetterlage nochmal an. Wenn wir Pech haben, müssen wir doch die andere Runway ansteuern, aber das sehen wir dann gleich. Nächste Wetterstation. 40 Grad und 4 Knoten. Ja, das kommt doch noch hin. Können wir noch machen. So, schauen wir mal rein. Geschwindigkeit kontrollieren. Passt. Wunderbar. Und Out of Feather können wir wieder aus... Oder sollte man angeblich wieder ausmachen, warum auch immer. Müsste man mir dann einfach erklären. So, ein Heading könnte man schon mal gebrauchen mit 170 vielleicht. Obwohl, wenn wir da sind, werden wir wahrscheinlich einen Ticken weiter rüber müssen. 120 wahrscheinlich. Kann man da schon mal anfangen, ein bisschen was einzudrehen. Geschwindigkeit Richtung 150 reduzieren. Gucken wir mal gerade, was wir für ein Q&H haben. Das habe ich nämlich ganz vergessen beim letzten, oder eben. 10, 16 oder 30, 01. So. Da haben wir natürlich den BNF Path noch ein bisschen verloren. Aber das wird direkt wieder ausgeglichen, das ist ganz gut. Kann das sein, dass da hinten Schnee liegt, oder was ist das? Ja, tatsächlich. Ich habe Frühling ausgewählt. Schnee. Kennt man sowas denn noch? Was ganz Neues. So, und unser Fuel hat sich... Ah, Eis detected. Machen wir den Eis. Gerade schauen, wie genau das funktioniert mit dem Anti-Eis hier. Gerade schauen, ob ich das so richtig mache. Die Eiste das hoffentlich. Nur weiß ich das nicht ganz genau, ob und wie das so funktioniert. Jetzt kann man wieder ein bisschen Schub geben, damit wir auf den 250 vielleicht wieder bleiben. Das wäre ganz nett. Die 10.000 haben wir auch gleich. Gerade schauen, jetzt hatte ich hier das eben gesehen. Gerade das Terrain mir einblenden lassen, damit wir nicht hier hinten irgendwie mit den Bergen Probleme kriegen.
Wir singen ganz gemächlich, gemütlich. Wir sind jetzt auch wieder gerade. Mensch, sehr toll. So, kein Eis mehr, kein Eis mehr. Vielleicht hat das ja was geholfen. So, jetzt können wir mal wieder die Landing Lights anmachen. Mal ein bisschen mehr Schub rausnehmen. Wenn ich den Nerf Source jetzt mit ALS1 angebe, ja, dann kann man doch auch hier unseren unseren Kurs eindrehen mit 73 Grad. Genau, das müsste funktionieren. Jetzt sind wir auch gleich bei Batsu angekommen. Wenn wir die Range ein bisschen verkleinern. Und auch nochmal die Nerf Source auf das FMS1 umschalten. Schade, dass man die, den Kurs nicht eindrehen kann, ohne den Modus zu verlassen. Und jetzt gucken wir mal gerade, welches Heading wir brauchen. Wir brauchen 130 ungefähr. Und das können wir jetzt, glaube ich, aber auch machen, indem wir jetzt einfach die Nerf Source umstellen. ALS1 und Heading Select. Die 4000 werden wir dann wahrscheinlich einfach halten. So, ich werde mir mal ein V-Ref auf die 130 stellen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mittellösung. Die 4000 haben wir gleich erreicht. Und von da an werden wir dann alles einfach manuell machen. Und wir sind wirklich schon gut tief. Dann werde ich einfach mal Altitude Selector ein bisschen höher stellen, so. Damit wir auf der Höhe bleiben, denn wir haben hier wirklich ein paar Hügel bei Stuttgart. Was gibt's jetzt zu sagen? Wir sind wirklich schon ein bisschen tief. Ich habe das Barometer doch, glaube ich, sogar richtig eingestellt. Wundert mich gerade. Ja. Na gut. Welche Message haben wir? Ja, ich glaube, das ist einfach, dass disconnected wurde. Ja, wir sind eindeutig zu tief. 2500. So kann das ja nicht gehen.
gehe mal einfach nochmal gerade auf die 4, 5 hoch.